Ja, heute gibt es ein cooles Thema, was mir die ganze Zeit schon so ein bisschen auf der Seele brennt. Und zwar geht es heute mal um Aluminiumschweißen, aber mit Elektrode. Ich habe mir mal hier 5 Elektroden besorgt, damit wir mal Aluminiumschweißen können. Hier liegen schon die Bleche auf dem Tisch. Ist für mich heute auch eine neue Erfahrung, habe ich noch nie gemacht und möchte das mit euch natürlich teilen. Und nach dem Intro starten wir damit. Okay Leute, also seid erstmal herzlich gegrüßt zu einem neuen Video von mir vom Alulöffel. Heute, wie gesagt, ich habe es vor dem Intro erwähnt, geht es um Elektrode-Schweißen. Ich habe mir hier mal 5 Stück besorgt, habe ich ganz normal bei Amazon bestellt. Sind farblich ein bisschen anders als die Elektroden, die ihr kennt. In dem Fall sind die blau und auch erheblich leichter, ist ja natürlich klar. Wir haben ja keinen Stahlkern, sondern einen Aluminiumkern. Ja, und viele haben das von euch natürlich mich auch gefragt. Bei Instagram, bei YouTube, kannst du dazu mal ein Video machen? Hast du Erfahrung? Und ich sage es euch gleich, ich habe überhaupt keine Erfahrung. Und ihr seht, die 5 Stück sind auch noch hier drin. Ich habe es auch noch nicht getestet. Also wir machen jetzt High-Life-Testen. Wir haben das DB Weißenstein hier am Start, das TIG 200E ACDC, womit wir auch Elektrode schweißen können. Und ja, Bleche haben wir hier liegen. 3 mm Aluminium. Bleche. Die werden wir jetzt erstmal als Winkel versuchen, so weit zu heften, dass sie erstmal von alleine stehen. Und dann gucken wir halt mal, wie gut das funktioniert. Also die Meinungen gehen auseinander. Die meisten sagen, es geht echt bescheiden. Manche sagen, es geht gar nicht. Manche sagen, es ist cool. Und ich sag mal, für die Leute, die zu Hause gerne schweißen wollen, Aluminium oder so, und vielleicht nicht ein ACDC-Schweißgerät haben, weil es natürlich auch ein bisschen ein preislicher Unterschied ist, ob ein Elektrode-Schweißgerät oder ein ACDC-Schweißgerät, testen wir das Ganze aus und zum Schluss können wir natürlich dann sagen, macht das Ganze Sinn? Können wir damit wirklich mal was schweißen? Irgendein kleines Aluminiumbauteil? Meiner Meinung nach ist, denke ich, so eine Sache, wie mein letztes Video, was wir schon mal gemacht haben, zum Aluminium-Ventildeckel von einer Corvette. Verlinken wir auch mal oben drin. Für so Sichtnähte wird es jetzt vielleicht nicht so die Sache sein, aber wir testen das Ganze. Und ich setze meinen Schweißhelm auf, Absaugung ist auch startbereit und dann probieren wir mal, wie gut es geht. So, also wir haben uns jetzt alles bereitgelegt. Ihr seht, Helm habe ich auf, Gerät liegt alles hier. Elektroden sind auch am Start. Ganz wichtig wieder der Hinweis, wenn ihr keine Absaugung habt, dann guckt bitte, dass er gut euch belüftet, Fenster aufmacht. Elektrode entsteht ganz viel, das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Oder den Kollegen hier noch mit dran nehmen. Habe ich jetzt gerade noch nicht dran, weil ich ja noch kurz rede. Ich mache ihn aber gleich dran. Das ist ganz wichtig. So, wie gesagt, ich habe es auch noch nicht getestet. Wir machen jetzt die erste Elektrode rein. Dann heften wir das erste Blech und dann gucken wir einfach mal, wie es funktioniert. Wie gesagt, ich kann euch noch keine Erfahrungswerte sagen, die müssen wir jetzt im Video sammeln. Also das geht richtig kacke. Ich muss noch mal was anderes testen. Wow, es hat geklappt nach einer Stunde.
Wahnsinn. So, ihr seht das Schlachtfeld hier. Es hat natürlich ein paar Minuten gedauert. Und ja, also es ging. Ihr seht das Endprodukt. Hier links habe ich getestet und probiert für euch oder auch für mich. Und rechts haben wir dann endlich eine kleine Naht hinbekommen. Also, es ist natürlich vom Gefühl her und von der Optik her eine ganz andere Geschichte als normale Elektrode-Schweißen und auch vom WIG-Schweißen. Für mich war das Problem am Anfang so ein bisschen zu zünden. Ich dachte, ich hätte zu viel Ampere, dann zu wenig. Da habe ich natürlich erstmal ein bisschen rumgespielt. Wir sind mit dem Brenner auf Plus und mit der Masse auf Minus. Ich bin zum Schluss jetzt auf 70 Ampere gegangen. Da hat es ganz gut funktioniert. Habe auch mal getestet mit Oxidschicht wegmachen, mit einer Edelstahlbürste. Ging auch am Anfang nicht besser. Zum Schluss habe ich es ganz normal auf dem Aluminium gemacht und hat es gut geklappt. Ihr habt natürlich um die Elektrode habt ihr ja so eine blaue Ummantelung und das sieht ganz anders aus. Das sieht aus wie beim Pulverbeschichten so eine Kunststoffabdeckung. Also es ist nicht so eine Schlacke, wie ihr es kennt von normalen Elektrode-Schweißen. Ist fürs Auge erstmal eine komplett andere Nummer. Wenn man dann aber so ein bisschen das Gefühl hat und er auch zündet, dann geht es eigentlich gut und ergibt dieses Resultat. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Jetzt haben wir hier mal ein bisschen rumprobiert. Also ihr seht immer, wie ich es immer sage, ich mache immer kein Getue. Ich zeige euch genau, was ich jetzt für ein Gemäher gemacht habe. Und das sieht man es ganz gut, was das für ein Geier war, bis ich es hingekriegt habe. Jetzt nehmen wir die anderen zwei Bleche und schweißen die mal zusammen und versuchen da mal eine Kellner zu machen. Bis jetzt bin ich auf jeden Fall begeistert. Hätte nicht gedacht, dass es so gut geht. Ich habe mal 2 Minuten geschwitzt und dann hat es schon funktioniert. Also bis jetzt, coole Geschichte. Das hat natürlich jetzt nicht so gut funktioniert. Ich habe jetzt die Amperezahl nochmal hochgestellt. Jetzt gucken wir nochmal, ob es jetzt besser geht. Ich habe die Oxidschicht nochmal ein bisschen weggemacht mit der Drahtbürste. Ja, mal gucken wir mal, wie der Versuch 2 funktioniert. Und jetzt haben wir vorne wie so die Ablagerung an der. Dann zündet es mal und dann hört es wieder auf. Nur streichen wie bei normalen Elektrodenschweißen funktioniert leider nicht. So, also geheftet haben wir es jetzt. Jetzt sind sie schön stabil. Ich fixiere es mir trotzdem nochmal mit der Spannzwinge auf den Tisch. Einfach sicherheitshalber, dass es mir nicht wegläuft. Und wie gesagt, mit den 100 Ampere ging es jetzt viel besser. Es hat auch besser gezündet. Und es bildet sich wie so eine, ich kann es ganz schlecht erklären, wie so eine matte, erst glänzend flüssige und dann matte. Sieht aus wie so eine Plastikschicht oben drauf. Ganz komisch. Aber es geht. Und jetzt gucken wir mal, ob man die Kehlnaht auch geschweißt bekommt. Also hier seht ihr mal jetzt den Unterschied von der Schlacke zu, wenn er mit Stahl schweißt oder Chromnickel, dass das halt wie so eine, sieht wie so eine Pulver- oder Plasterbeschichtung obendrauf aus. Die Schlacke geht bescheiden runter, könnte ein bisschen besser gehen. Der Rest hat auf jeden Fall gut funktioniert. Wir haben jetzt ja keine Schuppung wie beim MIG oder beim WIG-Schweißen, das haben wir nicht. Aber wir haben eine Stabilität, wir haben sogar eine Wurzel und das ist schön fest. Das heißt, für den Hausgebrauch, Haus und Hof, egal was es jetzt ist, wo es nur mal drum geht, wir müssen mal schnell was schweißen, wir müssen mal was befestigen oder mal was festschweißen, weil irgendwo was abgebrochen ist, ist das auf jeden Fall funktionabel und man kann es auf jeden Fall benutzen. So, Optik, wie gesagt, das ist wahrscheinlich eine Übungssache, das kommt mit der Zeit, das müsst ihr halt ein bisschen euch euer Auge schulen, einfach mal ein bisschen probieren, Bleche üben, die richtige Einstellung zum Schweißgerät. Mein Gefühl war, dass wir bei Aluminium hier bei der Sache ein bisschen mehr Power brauchen, als wenn wir jetzt Stahl schweißen würden mit Elektrode. Hatte ich jetzt so das Gefühl, bei normaler Stahlelektrode hätte ich jetzt hier mit 60, 70 Ampere geschweißt und jetzt haben wir bei Aluminium mal mit 90, also sagen wir mal so zwischen 20 und 30 Ampere mehr Power, dass es schöner läuft und dadurch zündet es auch viel, viel besser. Und wie gesagt, natürlich ist jetzt von der Elektrode das Ganze ein bisschen unterschiedlich. Es bildet sich vorne wie eine kleine Kugel, wie vom Abtropfen her halt, wie ein
bei der Kalotte, sagen wir mal, bei Wickspeisen. Und die sind natürlich auch schön leicht. Aber vorne diese blaue Mandelung, die bröselt schnell ab. Das heißt, ihr seht es jetzt hier, ich kann die einfach so mit dem Finger runter machen. Wenn ihr jetzt zu stark auf dem Blech arbeitet, fällt die ab. Und das ist ja quasi die Ummantelung und die Schicht. Und dann geht das Ganze noch schlechter. Das heißt, beim Zünden versucht wirklich vorsichtig zu zünden. Nicht, ich habe es ja teilweise auch ein bisschen döller gemacht, damit es dann Kontakt gibt. Aber vorne bildet sich auch wie so eine kleine Schlaggeschicht, sage ich mal. Die muss auf jeden Fall irgendwie weg. Also da kann man ruhig mal ein bisschen kratzen. Und dann hat das von meinem Gefühl her viel besser schon gezündet. Das heißt, dass er schneller zum Schweißprozess kommt. Beim Schweißen dann, wie gesagt, läuft es sehr breit. Also die Schlacke läuft sehr breit. Und die Schweißnaht ist meistens dann eigentlich nur die Hälfte. Ihr seht, die Schlacke war viel, viel breiter. Bestimmt so einen halben Zentimeter rechts und links neben der Schweißnaht. Und das macht natürlich erstmal ein komisches Gefühl, weil man nicht genau einschätzen kann, ist das jetzt schön reingelaufen. Das war jetzt so mein Problem noch so von der Optik her. Passt das jetzt schon oder passt das nicht? Und ihr seht, ich habe es noch nicht drauf gehabt, weil ich hier einen kompletten Spalt drin habe, weil ich es nicht gesehen habe. Also hier in dem Bereich quasi. So, hier unten hat das wunderbar verbunden, rechts und links. Die Naht ist ungefähr so 12-13 mm breit, würde ich sagen. Und hier haben wir auf jeden Fall eine schöne Festigkeit drin. Hier oben natürlich in dem Fall nicht. Könnte man natürlich jetzt nochmal nachschweißen. Beim Schlacke abhauen, also runterhauen, ist es ein bisschen schwierig. Also zu warm ist schlecht und zu kalt ist auch schlecht. Und wahrscheinlich brauche ich immer einen anderen Hammer, weil ich habe keinen Schlackehammer. Ich habe halt einen stinknormalen und keinen, der vorne relativ spitz ist. Ich glaube, dann geht die Schlacke hier auch nochmal um einiges besser ab. Genau, und dann soll es das eigentlich zu dem Thema heute schon gewesen sein. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch bringt das Video auch ein bisschen was. Schreibt mir gerne Feedback unten rein. Für alle, die sich mit dem Thema Aluschweißen auseinandersetzen wollen, wir haben auch noch einige andere Videos dazu gemacht, mit MEG-Schweißen, mit WIG-Schweißen. Schaut einfach mal rein, wir werden mal hier oben noch eins dazu separat verlinken. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, unten in die Kommentare rein. Anregungen natürlich auch. Also wenn hier einer ist, der sagt, ey, pass mal auf, das kann ich 10-mal besser. Ich habe da auch schon viel Erfahrung gesammelt. Bitte schmeiß es unten rein, freue ich mich natürlich auch. Aber wie gesagt, ich denke für die Leute, die sagen, ich habe ein Elektrode-Schweißgerät, muss man eine Kleinigkeit schweißen und bestell mir einfach im Schweißshop oder bei Amazon mal schnell so ein paar Aluminium-Elektroden, dass ich zu Hause mein Teil reparieren kann. Es kommt nicht auf die Optik an, dann ist das genau der richtige Punkt. Optisch wird es besser, indem man mehr übt. So, genau, also das war's zu dem Thema heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht euch einen coolen Restabend. Ihr lasst es euch gut gehen und wir sehen uns zum nächsten Video. Euer Alulöffel.